Hallo meine Schritars, was geht ab? Hier ist euer Delma mit einer neuen Reaction zu Melinda und Bardi, Mos Ma Prish. Ich bin gespannt, nach langer Pause bin ich wieder da. Yalla, let's check it up. Ich guck mal, 10 Sekunden ist schon drin in diesem Video, ne? 10 Sekunden, wir sind 10 Sekunden in diesem Video drin. 10 Sekunden, wir sind 10 Sekunden in diesem Video drin, ne? Bruder, ich merke jetzt schon, wie ich gleich abgehen werde. Ihr werdet das nicht sehen, wie sich meine Knie bewegen, aber meine Knie werden sich bewegen. Bruder, ich fühle das jetzt schon. Diese Vibe mit Schnee, mit Berge, mit Sektglas, mit schönem Hotel, schöne Frau in Rot. Was ist bei denen läuft? Es war so klar, dass das ballert. Das war so klar. Ich weiß. 30 Sekunden hin, Bruder. Ich habe das jedes Mal gesagt. Ich sag's jedes Mal aufs Neue. Ne? Die Albaner haben Musikalität in deren Blut. Musikalität in deren Blut, Bruder. Die müssen nicht viel machen, Bruder. Die müssen nicht viel machen. Die Sprache macht's auch her. Pah. Bruder, Bruder, die geht da durch diese Halle, als ob dieses Haus der gehört. Du da, du da, du da, sieht mich an, Bruder, dieses Hotel ist auf meinen Namen. Bruder, seid mal jetzt ehrlich, ne, an alle verheirateten Männer, die meine Videos gucken. Bruder, ihr sitzt mit eurer Freundin oder Frau an einem Tisch, Bruder. Kommt eine 10 von 10 Albanerin, Bruder. 10 von 10. Ihr wisst ganz genau, die ist Max. Die Frau von euch weiß ganz genau, die ist Max. Bruder, die guckt euch an, lächelt euch an und macht Hi. Bruder, wie reagiert ihr? Sei mal ehrlich, wie reagierst du? Bruder, wie reagierst du? Guckst du die Frau an? Guckst du deine Frau an? Bruder, in jedem Endeffekt, egal was du machst, auch wenn du die nicht anguckst, Bruder, du hast verloren. Du hast verloren. Ey, diese hier, Melinda hat so eine Arrogantheit in ihrer Stimme. So eine Arrogantheit, Bruder. Ey, ich weiß, ich bin geil. Das ist geil. Bruder, was hat die da reingetan, ja? Was hat die da? Ich will das nicht trinken. Bruder, da hat die miese K.O.-Tropfen irgendwie reingetan. Bruder, ich hab euch gesagt. Ich hab euch gesagt, eine Frau in Rot kann man nicht vertrauen. Bruder, ich sag dir, wie es ist, ne? Also, dieses rote Kleid steht ihr sehr gut. Dieses rote Kleid steht ihr sehr, sehr gut. Also, ohne Spaß. Weil ich weiß, wir alle mögen Rot. Im Hintergrund hat er so eine Melodie, Bruder und Schwester. Du fieberst einfach so mit. Du gehst einfach mit dem Vibe, Bruder. Also so, einfach so, du hast so Spaß. So du. Also du könntest einfach so chillen und im Hintergrund läuft diese Melodie und du würdest das so mitfühlen. Das ist so eine simple Melodie, aber die einen mitnimmt. Verstehst du das Schwein? Verstehst du das Schwein? Ich weiß ganz genau, Bruder, du bist gerade am dieses Video am gucken und du bist am Tanzen. Ich weiß ganz genau. Lüg mich nicht an. Du bist am Tanzen, genau wie ich. Ich weiß gerade, du bist am Tanzen. Ah!
Das ist jetzt kein so absoluter Mega-Hit, der so ein Wow-Effekt, der so richtig groß ist. Nein, das ist so ein Song, der läuft in der Playlist, Bruder, irgendeiner Shisha-Bar oder irgendwo im Hintergrund, aber der nicht langweilig wird. Und so welche Lieder haben Erfolg, Bruder. Du wirst so welche, der hat kranke Zahlen bestimmt auf Spotify bald. Bruder, nach diesem Getränk, was sie da trinken, mit diesen K.O.-Tropfen, die da reingetan hat, boah, die werden gleich alle schlafen wie eine Eins. Boah, die fallen wie Steine. Ha! Ja, Stone! Oder die hat den da irgendwie so kranke Ecstasy-Scheiße gemacht, Bruder. Die sind da richtig am Durchgehen. It's Crazy Frog! Hey, wo bin ich? Bruder, ich habe mit allem gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit das. Bruder, die kommt aus Ecke mit dieser arabischen Flavor gerade. Im Beat und im Musikvideo, Bruder. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Die hat den miesen Drogen in Glas gemacht. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber die hat ja miese Droge in diese Glas gemacht. Die hat miese Droge. Nicer Song, echt. Ich sag euch ganz ehrlich, mir machen diese albanischen Videos immer Spaß. Ich liebe es, drauf zu reagieren. Oder die machen immer gute Laune. Checkt auf jeden Fall Melinda Bardi Mosma Prish. Euer Delman. Peace out.